Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Quantum Rush. Dieses Spiel, also ich wurde angeschrieben von Game Art Studios aus Berlin kommen die. Die haben mich gefragt, ob ich in einer Closed Beta teilnehmen will. Und da habe ich ja gesagt dazu und ja, dann habe ich halt das Spiel gekriegt, also den Code. Und habe mir das Spiel gedownloadet und halt installiert. Und jetzt sind wir hier im Spiel. Also wie gesagt, das Spiel ist noch in der Beta. Und ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe nur einmal gestartet, um Grafik und so, also um Grafik anzustellen. Ich bin noch nie gefahren, darum. Ich spiele mit dem Gamepad. So, was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier alles? Forschung. Ich gehe erstmal nach Gleiter. So. Gleiterdesign. Okay. Farbe 1. Aha. Grau, blau. Mhm. Ja. Und lackiert. Oh, wunderschön. Gibt's so ein Rot? Rot. Rot ist doch unsere Farbe. Ja, einen kann ich mal ausgeben hier. So, den will ich. Hier will ich auch noch eine Farbe. Und hier nehme ich ein dunkleres Rot. Wie wär's damit? Das hier. Oder nein, ich nehme einfach das. Das können wir so machen. So. Das? Was ist das? Mhm, gut. Das, wir nehmen einfach mal den Ion Energy 1. So, zurück. So, Highscore habe ich natürlich noch nichts. Forschung haben wir. So, ich will noch nichts forschen. Ich gehe jetzt auf die Rennstrecke. Trainingsmodus? Rennmodus, Death Race. Im Death Race können die Teilnehmer mit allen Mitteln um die besten Platzierungen im Rennen. Was? Achso, im Death Race kämpfen die Teilnehmer mit allen Mitteln um die beste Platzierung im Rennen. Waffeneinsatz ist ausdrücklich erwünscht. Gut. Im Space Race steht das Fahrgeschick der Teilnehmer im Mittelpunkt. Waffen, Picks, Pickup-Items und Herstellereigenschaften sind deaktiviert. Im Trainingsmodus fährst du allein auf einer Strecke deiner Wahl, um deinen Gleiter und die Rennstrecke kennenzulernen. Ja, machen wir erstmal Trainingsmodus. Genau, den nehmen wir. Rennstrecke. Canyon. Zwei Runden können wir machen. Was ist das hier? Ach, machen wir es mal so. Training starten. So. Er lädt. So. Ja, das Spiel ist halt, wie gesagt, immer noch in der Closed Beta. Ich, hab das. Oh, geht los. Ah, okay, hier kommt das. Ja, okay. Durchgeflogen, genau. Also auf A gibt man Gas, auf. Was war das? Auf B. Oh, ups. Ne, auf X gibt's Nitro. Auf Y ist. Oh, was war das? Ich weiß es nicht. Oh, wie ist. Ah, okay, zurück. Ah, okay, also auf. Was ist das? RB kann man schießen. Aha.
auf auch auf LT und RB kann man sich halt irgendwie so komisch drehen. Ach ja, und wenn man dann solche Dinger hier einsammelt, kann man die mit LT? Nee, LB schießen oder benutzen. So, was kann man hier mitmachen? Gar nichts. Oh, was war das jetzt? Oh my god. Oh Mann. Also ich muss, wie ihr seht, auf jeden Fall nochmal ein bisschen üben. Wie gesagt, das Spiel habe ich zuvor noch nie gespielt. Wow. Letzter oder so. Im echten Rennen wäre das jetzt letzter oder so. So. Ach ja, dann mache ich nochmal Trainingsmodus. Und dann erkläre eine andere Strecke. Dann erkläre ich euch nochmal das Interface beim Rennen. Das lese ich hier jetzt so ganz professionell ab von meinem zweiten Monitor aus. So. 3, 2, 1, go. So. Okay, Rennfahren und Lesen ist nicht gerade sehr einfach. Wenn das so weitergeht, sollte ich lieber bei Formel 1 bleiben. Das kann ich, glaube ich, ein bisschen besser als das hier. Wow. So. So. Die Nummer 1. Das ist das ganz oben links. Das ist die Temperatur. Erreicht der Bike 100%, blockieren die Systeme deines Gleiters. Also da können wir, gehen wir von aus, überhaupt nichts. Oh, lol. Nichts machen. Also kein Boost oder so, zum Beispiel das hier. Oder hier Dings und dann Dings hier, ne? Also ich glaube, dass wir dann schon noch Gas geben können, das glaube ich, aber ich glaube nicht, dass wir Dings machen können. Ne, auf jeden Fall könnt ihr dann, glaube ich, nicht mehr viel machen. Die Nummer 2, das ist das oben in der Mitte, die drei Kästchen. Das sind. Ich kann das nicht benutzen, warum nicht? Das ist das Inventar, da kann man bis zu 3 Pickups gleichzeitig einlegen. Und dann kann man die mit dem Steuerkreuz immer so wechseln. Das war falsch. Wenn ich jetzt zum Beispiel das ganz rechte haben will, klicke ich ganz nach rechts und dann habe ich das gleich. Kann ich jetzt auch zum Beispiel das hier machen, wenn ich es machen könnte. Kann ich aber nicht, frag mich nicht warum. Wenn man nach unten klickt, schmeißt man es weg. Wow. Guck, ich schmeiß jetzt weg. Weg ist es. Boah. Okay, Nummer 3 ist die Energie. Das ist halt der blaue Balken da, der sich gerade gefüllt hat. Und zwar ist das, Energie wird sowohl für die Aufrechterhaltung des Schildes als auch als auch das Schild als auch für die Benutzung des Boosts oder wollte gar nicht lang. Oh Mann. Auch für die Benutzung des Boosts benötigt. So, das wollte ich mal erzählt haben. Oh. Also man kann auch explodieren. Cool. Okay. Nummer 4 war die Panzerung. Das erkläre ich gleich nochmal.
Ich gehe einfach mal dahin. Es gibt nämlich noch eine Strecke, die können wir auch mal testen. Haben wir mal alle, einmal alle durchgezockt. So, erstmal alleine. Die Nummer 4 ist die Panzerung. Das war das unter den. Okay. 3, 2, 1, go! So, die Panzerung ist Nummer 4 und das ist dieser grüne Balken unter den Items, die man da, die Pickups, die man einsammeln kann. Unter den drei Kästchen. Und Felswert auf 0 explodiert ein Gleiter. Das ist uns schon gerade passiert in der letzten Runde. So, das nächste ist die Nummer 5 und das ist das unter rechts oben die 1, wo gleich die 2 stehen wird bestimmt. Und zwar ist das halt die Rundenanzahl in der Runde, die ich mich befinde und wie viele Runden es gibt. So, die 6 ist die Platzierung und die steht genau auf der anderen Seite und zwar rechts. Und zwar bin ich jetzt Platz 1 von 1, aber ist halt so. 7 ist die Geschwindigkeit, das ist unten rechts. Könnt ihr sehen, wie schnell ich bin. Also nicht gerade, ja doch, 900, ja geht. Ich weiß zwar nicht, wo ich gerade lang fliegen muss, aber naja. So. Platz 7, Nummer 7, Platz 7, was ist das? Laber, ich bin gar nicht im Rennen. Nummer 7 ist, da habe ich gerade erzählt, ne? Ich bin einmal, muss ich hier lang? Ah, ne, ich muss da lang. Nummer 8 ist die Zeitanzeige und zwar ist gesamt, so lange wie ich bis jetzt schon gefahren bin. Und Runde ist, wie schnell ich gerade in dieser Runde schon gefahren bin. Und das Beste ist halt, man ja alle schnellste Runde in den zwei Runden. Wird jetzt nicht schnell sein, aber ist halt so. So. Oh, wir werden beinahe explodiert. So. Ja, wie gesagt, das Spiel ist noch in ist zurzeit in der Klaus Beta. Aber bald, glaube ich, bald, in vielleicht ein, zwei Monaten kann es vielleicht sein, dass es. Ja, ich weiß es nicht, ob es das dann schon so zu kaufen gibt. Aber auf jeden Fall. Ja, da. Die Entwickler haben mich damals angeschrieben, was dann waren das? November? Mitte, Ende November, glaube ich, war das. Da haben sie mich angeschrieben. Was ich von ihrem Spiel halte und ob ich es spielen würde in der Beta. Die haben mich eingeladen in die Beta. Und da habe ich nicht nein gesagt, weil solche Spiele ist halt, also sowas hier an Raumschiff-Rennspielen gibt es ja nicht so oft. Das letzte, an das ich mich erinnern kann, war auf der Gamecube? Auf der Gamecube war das, glaube ich. Auf der Nintendo Gamecube. F-Zero GX oder so hieß das. Das war auch schon ziemlich cool. Das ist das letzte Raumschiffrennen, an das ich mich erinnern kann. Also das ist sowas hier für einen PC gibt, finde ich eigentlich relativ cool. So. Alter, wie viel hatte ich davon? Was ist das? Das ist cool. Okay. So, dann gucken wir gleich mal, aber dann in der nächsten Folge, ob es Online-Rennen gibt. Das werde ich dann auch mal ausprobieren. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich noch irgendwas an der Einstellung umändern soll, würde. Aber ich weiß es noch nicht. Das werden wir dann in der nächsten Folge. Und ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Die erste Folge von Quantum Rush in der Closed Beta. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wieder ein Video von mir schaut. Und ja, bis dann, Leute, und ciao.